Bildung neu gestalten. Learning World in Zusammenarbeit mit WISE, einer Initiative der Qatar Foundation. Nach Schätzungen der UNESCO machen eingeborene Völker rund 5% der Weltbevölkerung aus. Diese 5% aber laufen nicht selten Gefahr, ihre eigene kulturelle Identität zu verlieren. In dieser Woche befassen wir uns mit einigen Projekten, deren Ziel es ist, die Sprachen und Traditionen eingeborener Völker zu bewahren. Dazu gehen wir nach Neuseeland, Bolivien und Äthiopien. Lieder in der Sprache der Vorfahren zu schreiben, ist sicher eine kreative Methode, um die indigene Sprache Neuseelands zu bewahren. Und genau dazu ermutigt eine der ältesten Maori-Schulen ihre Schüler. So sollen sie ihre eigene Kultur wiederbeleben, die nachwachsenden Generationen über ihre Geschichte unterrichten und eine starke Verbindung zu den eigenen Wurzeln behalten. Diese Schule wurde vor 26 Jahren als erste Maori-Schule Neuseelands gegründet. Damals, 1985, lernten die Kinder nur Englisch. Ihre eigene Sprache aber, die ihrer Vorfahren, verloren sie. Ganz anders heute. Diese Zehntklässler haben die Aufgabe, bekannte Lieder in maorischer Sprache nachzudichten. Das Singen ist zudem untrennbarer Teil der Maori-Kultur. So bleiben wir in Berührung mit unseren Wurzeln, damit, wo wir herkommen. Wir lernen so mehr über unsere Sprache, unser Land, die Geschichte, einfach über alles. In den frühen 1980er Jahren gab es nur eine maorischsprachige Vorschule. Dann aber beschlossen einige Eltern und Lehrer, dies zu ändern. Schritt für Schritt schufen sie erst eine Grund- und dann immer weiterführende Schulen. Jedes Fach wird nun in Maori gelehrt, sodass die Schüler dies neben dem Englischen fließend können. Die Schule ist aber bisweilen der einzige Ort für die Kinder, an dem sie diese alte Sprache sprechen und lernen können. Fast 70% unserer Schüler kommen aus Familien, in denen kein Maori gesprochen wird. Hier ist also das einzige Umfeld, in dem sie Maori sprechen. Aber es wird langsam besser, denn wenn die Schüler älter werden, gründen sie nach der Schule selbst Familien und dann schicken sie ihre Kinder wiederum in die Schule. Iri Hapiti war eines dieser ersten Kinder, die damals, 1985, Maori in der Schule lernten. Heute unterrichtet sie selbst an der Schule und ihre drei Töchter gehen dort in den Unterricht. Wir waren die treibende Kraft, um die Maori-Sprache wiederzubeleben und sicherzustellen, dass auch unsere Kinder sie lernen, um sie dann wiederum ihren Kindern beizubringen. So soll es Kontinuität geben. Jetzt ist die nächste Generation dran, die maorischen Sprachen und ihre Kultur zu bewahren. Denn nur ein Drittel der Maori spricht heute die eigene Ursprache. Die europäische Kolonialisierung hatte enorme Auswirkungen auf das kulturelle Erbe Boliviens. Noch heute ist für viele indigene Menschen der Zugang zu Bildungseinrichtungen, speziell Universitäten, vergleichsweise schwierig. Eine Hochschule bietet nun aber Seminare, in denen die Philosophie und Lebensweisen alter Andenvölker gelehrt wird. Let's find out more. In der Nähe des Titicacasees widmet sich die Universität Tupac Katari dem Erhalt und der Verbreitung des kulturellen Erbes Boliviens. Die Andenregion des Landes gehörte einst zum Reich der Inka. Es war der größte Staat im vorkolumbischen Südamerika. Heute werden hier an der ersten indigenen Universität die Fächer Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie, Tiermedizin und Textilwirtschaft gelehrt. Bei allen indigenen Völkern, und das schließt auch die indigenen Götter mit ein, dreht sich alles um das Leben und seine Entstehung. Es geht um das Leben der Völker, das Leben der Natur, der Götter, der Sprache. Das unterscheidet die indigenen Völker von der modernen Gesellschaft. Der Unterricht wird in den Sprachen Aymara, Quechua, Guarani, Spanisch und Englisch abgehalten. Und er ist für die gut 800 Studenten hier kostenlos. Laut den Statuten der Uni wird Bildung als Menschenrecht angesehen und dafür kann man kein Geld verlangen. Lo que nos brindan a la universidad es
An der Universität können wir aus dem Wissen unserer Vorfahren schöpfen, das früher von unseren Großvätern angewandt wurde und das im Zuge der Kolonialisierung verloren ging. Jetzt haben wir aber die Chance, das alles wiederzuentdecken und damit zu leben, im Einklang mit der Natur. Der Lehrplan zielt unter anderem darauf ab, indigene Menschen für Führungspositionen auszubilden. Die Studenten kommen aus dem ganzen Land. Das, was sie hier lernen, soll später ihren Heimatgemeinden direkt zugutekommen. Mein gesamtes Wissen muss sich in meinem Dorf einsetzen. Ich muss mit meinem Wissen an einem bestimmten Projekt mitarbeiten und dieses ausbauen. So ist das vorgesehen. Insgesamt widmen sich mittlerweile 3 Unis in Bolivien dem indigenen Erbe. Die Studenten wollen nun das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden, mit dem Wissen von damals in der heutigen Zeit etwas bewirken. Die Natur spielte immer eine wichtige Rolle im Leben indigener Völker. In Äthiopien bringt eine Umweltorganisation nun junge Leute aus den Städten mit älteren Menschen zusammen, um so wertvolle Traditionen weiterzugeben. Durch den direkten Kontakt mit der Natur werden die jungen Städter ermutigt, sich mit ihrem kulturellen Erbe auseinanderzusetzen. Tief im alten Menegesha-Wald in Äthiopien, gut 50 Kilometer von der Hauptstadt Addis Abeba entfernt, kommen junge und alte Menschen zusammen. Die Teenager, deren urbaner Lebensstil sie ihren kulturellen Wurzeln zunehmend entfremdet, erfahren nun gemeinsam mit den alten Menschen, woher sie stammen. 12-mal im Jahr können 24 Schüler an dem 5-Tage-Programm teilnehmen, das die Nichtregierungsorganisation Melka ins Leben gerufen hat. Man kann alles in der Natur finden. Die Natur hat ihren eigenen Geist. Und wenn die Schüler, die Teilnehmer mit der Natur interagieren, dann hilft es ihnen, sich selbst tief zu entdecken und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Dadurch, dass die Schüler aus dem Klassenzimmer raus in die Natur kommen, hofft die Organisation, die jungen Menschen für die alten Traditionen zu begeistern. Das Motto von Melka lautet: Die Alten wissen. Ich beobachte, dass die jungen Leute heutzutage keinen Respekt mehr gegenüber ihren Familien, ihrem Land oder der Umwelt haben. Sie zerstören alles um sich herum und das macht mich traurig. Ich versuche ihnen klarzumachen, wie zerstörerisch ihr Verhalten ist und ich zeige ihnen den Weg zu einem besseren Leben. Durch Stille, Rückzug und Meditation sollen die jungen Leute ein wenig über ihre Lebensweise nachdenken. Viele von ihnen haben eine bewegte Geschichte, so wie die 18-jährige Gette. In der Gruppensitzung erzählt sie vom Verlust ihrer Mutter und davon, was das Programm für sie bedeutet. Als ich jetzt allein im Wald war und einfach nur nachgedacht und den Geräuschen der Vögel und des Waldes zugehört habe, da wurde mir einiges klar. Ich habe verstanden, dass ich mein Leben verändern und meine Zukunft verbessern kann. Das Wissen der Alten und ihre Teilnahme ist von entscheidender Bedeutung für den Lernerfolg. Es gibt bei uns ein Sprichwort: Wenn ein alter Mensch stirbt, verbrennt eine Bücherei. Das heißt, alte Menschen sind eine Wissensquelle. Der Tag geht mit dem Erzählen von Geschichten zu Ende, dem afrikanischen Weg der Wissensvermittlung. Viele der Jungen fühlen sich, so sagen sie, näher an ihren eigenen kulturellen Wurzeln. Das war's schon wieder von uns. Wenn auch Sie Erfahrungen im Erhalt alter Sprachen gemacht haben oder selbst Ideen dazu haben, teilen Sie es uns mit. Zum Thema Lernen mit Tieren haben uns viele von Ihnen geschrieben, dass Sie sich ein Tier im Klassenzimmer gut vorstellen können und glauben, es könne die Neugier der Kinder wecken und ihnen somit helfen, aufmerksamer zu sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Well, we will be back next week. See you again then.
Learning World in Zusammenarbeit mit WISE, einer Initiative der Qatar Foundation.